Willkommen zurück zur großen Abschlussfolge von Bloodstained. Wir machen heute bloß noch eins, und zwar die Platin-Trophäe holen. Das ist also reiner Zusatz, nichts weiter, weil wir einfach viel Spaß mit dem Spiel haben. Und wer jetzt den Story-Boss besiegt hat, der kann eben aussuchen, ob er hier Lust hat, doch ein bisschen zu farmen. Oder ob er sagt, nee, ich spiel's mit irgendwas anderem weiter. Wer aber hier Lust hat, noch weiter zu farmen, der ist am Anfang vor der Riesenproblematik. Man muss sein Archiv auffüllen und man braucht dafür ganz, ganz viele Gegenstände, denn dafür gibt's ja eine Trophäe. Man muss ja so gut wie alles auf 100% haben. Ich glaube, die Techniken zählen nicht mit dazu. Und das ist, naja, für dieses Spiel so eine kleine Mammutaufgabe. Man braucht richtig viel Kohle, denn man muss Gott sei Dank nicht jedes Item immer wieder herstellen. Denn gerade bei den Waffen ist es so, du brauchst manchmal eine Waffe so 3-4 Mal, weil daraus eine stärkere Waffe noch gecraftet werden kann. Und dann ist die Waffe, die man vorher hatte, ja weg. Man muss aber Gott sei Dank die nicht nochmal herstellen. Einmal hergestellt kannst du jedes Item dir erkaufen. Das nimmt dir richtig viel Arbeit ab, allerdings auch sehr viel Geld. Man braucht also viel Geld. Und ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Es gibt für mich eigentlich nur zwei effektive Farming-Methoden. Das erste ist hier in dem Eisgebiet. Da befinden wir uns gerade. Denn hier ist nämlich ein Monsterchen. Nämlich dieser Eiselementar. Und er hat drei wunderschöne Drops. Einmal ein Saphir haben wir gerade gesehen. Wir haben es aber auch was anderes abgesehen. Nämlich seine Diamanten oder Alexandrite. Und wir haben Glück. Wir haben schon das beste Item bekommen. Das gibt im Verkauf ordentlich Asche. Und wenn man hier Glück hat, jetzt haben wir einen Diamant bekommen. Ja, so schnell kann es gehen. Das war keine Minute und dann haben wir jetzt schon die besten Sachen erhalten, die man auch fürs Verkaufen benutzen kann. Gucken wir uns auch gleich mal in der Praxis an, was das so einbringt. Und ich habe mal so die Zeit gestoppt, weil ich habe ja noch eine andere Methode für mich entdeckt. Ich habe online noch nicht nachgeschaut. Ich habe keine Ahnung, ob meine Methoden die besten sind oder ob da irgendjemand einen richtig krassen Ort oder Weg gefunden hat, innerhalb von wenigen Sekunden Hunderttausende an Monetos zu scheffeln. Aber wer das jetzt machen möchte, der braucht folgenden Skill. Und zwar braucht man eine Scherbe, die heißt Geld ist Macht. Denn mit dieser Scherbe wird unser Verkauf, den wir machen, vergrößert. Schauen wir uns mal an. Das ist der Skill hier. Gegenstände zu höheren Preisen verkaufen. Natürlich ist es ratsam, noch andere Skills mit reinzubringen. Wie zum Beispiel das. Goldverstärkung und Glücksverstärkung. Das sind Sachen, die braucht man unbedingt. Denn mit Glück erhöht sich schon alleine die Beute-Drop-Chance. Das hat das Spiel dir selber als Tipp gegeben in einem Ladebildschirm. Aber das denke ich mir jetzt nicht aus. Und ich verlasse mich da einfach drauf. Und Goldverstärkung sorgt dafür, dass wertvolle Geldgegenstände öfter erscheinen. Das gibt nochmal extra Money. Also Glück und gepaart mit Geld es macht, ist eben die Ausbeute größer. Es gibt auch noch andere Effekte, die dafür sorgen, dass dann, ich glaube nochmal, die Beute auch besser wird. Oder waren das schon diese? Na, auf jeden Fall, das sind die drei wichtigsten. Glückverstärkung, Goldverstärkung und Geld es macht. Das bekommt man durch die Mimik. Eine Mimik. Wo kann man die finden? Wir gehen mal auf den Mond. Das ist die Livrex-Maschine und unterirdisches Zauberlabor. Ich empfehle den erstgenannten Ort, denn dort war die Mimik, glaube ich, an einer gut farmbaren Stelle. Im unterirdischen Labor müsste man sehr weit laufen, um die immer wieder besiegen zu können. Also das schon mal nicht zu empfehlen. Ja, wenn man das gemacht hat, hochmaxen, hier hingehen und die ganzen Items eben auch verkaufen. Man kann das Ganze sortieren nach Wert. Machen wir auch direkt mal. Und dann schauen wir uns die Chose an. Wir gehen von unten nach oben. Und wo haben wir es? Wo haben wir es? Ja, die geben zwar mehr Kohle, die farmen sich aber mühsamer. Deswegen sind die nicht zu empfehlen. Hier. Is this pleasure doing business? Drei vertickt, hast du schon 10.000. Ein Diamant gibt dir nicht ganz so viel, aber der kommt als Drop eben häufiger. Is this where you are? Also es geht schon. Das ist am Anfang eine gute Möglichkeit, um früh recht viel Geld auch zu sammeln. Es gibt aber noch eine viel, viel bessere Methode. Und ich habe die Zeit gestoppt. Mit der Variante, die ich gerade gemacht habe, komme ich so auf 60.000, 70.000 pro 5 Minuten. Ich zeige euch aber jetzt gleich mal einen Ort, wo man das Ganze bis zu 100.000 pro 5 Minuten machen kann. Wir befinden uns jetzt im Garten der Stille. Wer nicht weiß, wo das genau ist, ich zeig's mal kurz. Hier ist nochmal unser schöner, ja, Gefährte, der uns am Anfang noch über die Brücke geholfen hat.
Also ich denke, da müsste es spätestens Klick machen und wir gehen einfach nur hier nach links. Ich zeige erstmal kurz, wie ich hier Geld farme und dann sprechen wir drüber. Bitte einmal aufpassen. Das war schon mal ein Fail. Ja, die 100er hätten wir noch mitnehmen können. Was ist da gerade passiert? Wir haben gesehen, wir haben ein paar 500er bekommen, ein paar Tausender und viele, viele 100er. Und wir sind bei 170.000, haben wir angefangen. Ich habe jetzt 176.000. Also, naja, 7.000 sind es ungefähr, die dazugekommen sind. Ich mach's nochmal. Vielleicht ist der Durchlauf jetzt ein bisschen besser. Na, ich glaube, der war sogar schlechter. Jetzt haben wir einen 2000er bekommen, richtig nice. Und das ist nämlich auch genau das, was wir haben wollen. Wir wollen diese 2000er Geldsäcke haben. Jetzt haben wir 183.000, also wieder so 6.500 sind dazu bekommen, fast 7.000. Und das farmt sich richtig gut. Ich habe mal die Zeit gestoppt. Mit dieser Variante komme ich auf 100.000 Geldeinheiten, also über sogar. Innerhalb von 5 Minuten. Das ist also tatsächlich effektiver. Es kann sein, dass es hier irgendwo im Schloss noch einen Ort gibt, wo viel mehr dieser Lampen sind und noch mehr Gegner, die man mit einem Schlag besiegen kann, dass die Geldsäcke bloß noch so purzeln. Müsste man testen, aber ich fand diesen Ort eben richtig gut, weil es eine schöne, smoothe Runde ist und man ganz gechillt von A nach B kann und dann trotzdem in der Zeit, wo man läuft, die Geldsäcke nur einsammeln braucht. Was braucht man dafür? Erstens eine Waffe, wo Miriam nicht stehen bleibt, wenn sie schlägt. Die meisten Waffen haben eben den blöden Effekt, dass sie leider stehen bleibt. Ich gehe mal hier auf Claymore. Hier zum Beispiel. Da bleibt sie stehen. Und das hemmt auf jeden Fall den Spielfluss. Können wir nicht gebrauchen. Was auch funktionieren würde, wäre jetzt sowas wie Rava Valla, weil die kann auch Dauer schlagen. Man muss dort nur permanent den Buttons meschen. Also geht auch, aber ich finde halt mit der fliegenden Klinge ist das noch ein bisschen einfacher. Geht aber auch. Also seht's, Hauptsache irgendeine Waffe, wo man trotzdem noch nebenbei laufen kann. Was sich nicht empfiehlt ist, durchzusprinten könnte man ja. Man hat ja hier diesen schönen Jumpskill. Problem ist nur, wenn wir die Lampe abschlagen, kriegt man nicht immer Geld dafür. Und leider ist Miriam auch oft zu schnell. Wir haben es gerade gesehen, wir haben ja statt einem Geldsack Energie bekommen. Denn das passiert nämlich, wenn oben die MP-Leiste nicht auf 100% ist. Dann kommt nämlich statt einem Geldsack eine MP-regenerierende Kugel. Und das wollen wir eben nicht. Also deswegen ist das Rennen leider nicht so lukrativ. Das erstmal die Ausrüstung. Von den Scherben her, es muss unbedingt der Glücksskill mit rein und Goldverstärkung. Glück kann man farmen bei der einen Mimik und zwar hier unten. Pass mal auf. Ich gehe erstmal auf Archiv und zeige euch den Dämon, wo man die bekommen kann. Das war der kleine Bruder. Wir brauchen Glück. Wo haben wir denn jetzt Glück? Da. Glückverstärkung. Das ist die Todesfalle. Und die Todesfalle, die befindet sich hier unten. Und zwar hier. Perfekt zum Farmen. Du kannst dich hier auffallen, du kannst dich hierhin teleporten. Es ist wirklich der ideale Punkt, um diese Scherbe zu farmen. Und wenn man das dann fertig gefarmt hat, dann darf man sich bei Johannes nämlich Folgendes gönnen. Und zwar den darauf aufbauenden Skill oder die Scherbe Goldverstärkung. Und das ist genau der Effekt, den man hier braucht für Farmen. Sorgt dafür, dass wertvolle Geldgegenstände öfter erscheinen. Das ist genau das, was wir gerade gesehen haben. Wertvolle Geldgegenstände, das sind die Geldsäcke. Die erscheinen eben höher. Und wenn man dann eben alles auf Glück setzt, das Spiel hat ja selber schon gesagt, die Beutechance wird erhöht, wenn man auf Glück alles reinhaut. Dann ist, glaube ich, ich kann das nicht belegen, aber ich glaube, auch die Chance auf richtig dicke Geldsäcke ist mit erhöhtem Glück auch
gegeben. Oder wenn ein Gegner irgendwas fallen lassen kann. Deswegen habe ich auch in der Ausrüstung das hier noch mit drin. Den Zockerring und den Plünderring. Also alles eben auf Glück. Und die Häufigkeit von Beutegegenständen wird gesteigert. Denn auch wenn ein Gegner nur irgendein anderes Item fallen lässt, dann lohnt sich das zum Looten ja trotzdem. Und dann kann man, wenn man will, noch Auge der Wahrheit, wollte ich fast sagen, hier ist das Auge des Detektivs mit reinnehmen. Denn automatisches Einsammeln von Gegenständen in Reichweite ist auch so unsagbar genial, dass ich darauf nicht verzichten möchte. Denn gerade wenn Miriam läuft, passiert es oft, dass sie einen Geldsack liegen lässt. Was macht der Spieler? Wir kotzen, gehen zurück, sammeln den Geldsack ein und laufen wieder nach vorne. Und damit das nicht passiert, weil das kostet alles Zeit, haben wir eben diesen schönen Kreis um uns herum. Und wir können also in aller Seelenruhe nach vorne laufen. Und das Geld wird trotzdem eingesammelt, auch wenn Miriam schon viel weiter vorangeschritten ist. Ja, als wie sie eigentlich erst diesen Geldsack hätte aufsammeln dürfen. Wir haben jetzt wieder Glück. Wir haben einen 2000er bekommen. Ja, und ihr seht schon, das passiert uns gar nicht so selten. Und das farmt sich extrem gut. Es wäre noch schöner, wenn diese Pflanznoten auch noch besiegt werden könnten. Aber so geht das übelst einfach von der Hand. Jetzt haben wir schon wieder fast 200.000 und einfacher geht's nicht. Das ist, also mehr kann ich zum Geld nicht zeigen. So farme ich. 5 Minuten hat man immer, kriegst du 100.000 dafür und dann kannst du eben dir wieder schöne Sachen kaufen. Wir kommen zu Punkt Nummer 2 und zwar ist es die Map. Wir werden jetzt auf 100% hoffentlich bekommen und ich habe nicht alle Gebiete selbst gefunden. Ich zeige euch erstmal das, wo ich nicht drauf von alleine gekommen bin, habe ich übersehen anscheinend und irgendwann ist man auch gefrustet und sagt sich, oh, ich gehe jetzt hier nicht nochmal die ganze Karte ab. Dann kommt das, wie es kommen musste. Man schaut online einfach nach Hilfen und das muss ich euch zeigen. Hier, passt mal auf. Wir gehen als allererstes mal hier nach oben. Denn dort ist nicht nur ein Secret, sondern auch ein geheimes Dungeon. Und ich habe mich da so geärgert, das nicht selbst gefunden zu haben. Oh, wieder 2000. Ich meine, wir haben ja schon unsere Fee und den Kreis. Aber das Ding ist, der Kreis ist manchmal, auch wenn er aktiviert sein sollte, nicht aktiviert. Wir hatten es ja schon mal im Let's Play gesehen. Hier oben kann man die Wand einschlagen. Und wenn man das geschafft hat, ist das hier ein Geheimraum. Hier ist übrigens auch der Schlüssel von Celeste versteckt. Celeste ist auch ein extra Raum, wo ganz viele Spieluhren drin sind, wo ich mich frage, warum extra diesen Raum? Also, der Sinn dahinter ist mir zu schleierhaft. Sonst haben wir nur Schlüssel bekommen, wenn ein extra Boss sich dahinter verbirgt. War in dem Raum aber nicht so. Ist aber auch nicht schlimm. Dann hat man hier noch einen Geheimraum. Und hier ist, glaube ich, eins der wohlgehütetsten Geheimnisse und Secrets von ganz Bloodstained versteckt. Ich weiß nicht, ob hier der Schlüssel drin war. Ich glaube nicht. Ich glaube, du erst wenn du dieses Bücherregal angequatscht hast. Wir gucken es uns einmal an. Denn das, meine Freunde, ist der 8-Bit-Dungeon. Hier sind die letzten Gegner drin versteckt und auch die letzten Scherben, die man holen kann. Ja, und ich bin leider zu blöd zum Ausweichen. Ich gehe auch nicht die perfekte Route ab, aber ich denke, hier, ab hier darf man in den anderen Modus gehen. Ah, schon wieder in die Flamme reingewascht. Ja, das passiert, wenn man nicht vorbereitet ist. Ja, normalerweise empfiehlt es sich schon, die ganzen Gegner auch zu besiegen. Aber ich will euch das nur zeigen, weil wir haben hier am Ende noch einen Endboss. Und der ist schon immer so ein bisschen härter als das, was man kannte. Auch auf der Schwierigkeitsstufe normal. Und da ist er aber trotzdem schon weg. Also wenn man einfach hier volle Schlagsalve reinhaut, hat er auch nichts zu melden.
Und diesen einen Boss, den muss man ein paar Mal farmen. Denn wenn du hier die Platin haben möchtest, dann musst du natürlich auch von ihm die Schabe bekommen und auch sein Item besitzen. Und wer wissen möchte, wie das aussieht, zeige ich euch mal ganz schnell. Also von den 8-Bit-Monstern bekommt man auch nur die Scherben, mehr nicht. Aber der hat eben noch ein schönes Büchlein, 8-Bit-Albtraum. Und dieses Item kann man auch schon vorher irgendwo anders finden, nämlich durch eine Quest von der alten Frau, die immer ganz viel futtert. Und das braucht man, um diese 8-Bit-Gegenstände aufzuleveln auf 16-Bit und dann auf 32-Bit. Ohne dieses Item geht das nämlich nicht. Tja, kann man also hier farmen, wenn man Lust hat. So, das war ein Geheimraum. Ich zeig mal hier auf der Karte, welchen Geheimraum ich auch nicht entdeckt habe selber. Das war, wenn man hier nach unten geht. Hier ist Celestres Raum. Und hier ist auch nochmal ein Secret. Also auch hier wieder oberhalb der Wand. Also ich habe anscheinend Schwierigkeiten mit den Geheimräumen, die über meinem Kopf sind. Das habe ich nicht gefunden. Ansonsten habe ich den Rest tatsächlich selber alles herausbekommen, wo was gewesen ist. Bleiben aber immer noch 0,10% übrig. Bevor wir uns aber auf die Suche machen nach dem letzten Fittich in der Karte, machen wir vorher noch was anderes, denn ich habe noch zwei Monster, die ich nicht gefunden habe. Es kann sein, dass vielleicht auch das letzte bisschen der Karte auch uns dann offenbart, wenn wir auch die anderen Monster finden. Deswegen habe ich zuerst online mal nachgeschaut, weil ich habe es selber nicht hinbekommen. Wo finde ich Nummer 44? Denn das fehlt mir nämlich noch. Und wo zum Teufel finde ich denn noch den allerletzten Gegner, der nach Bael kam? Ja, wir haben ja offenbar noch irgendeinen Secret-Boss. So quasi die letzte große Herausforderung. Aber bleiben wir erstmal bei Monster Nummer 44. Ich befinde mich jetzt im Zug. Wer hätte es gedacht? Brücke des Bösen. Und ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt darauf gekommen wäre, dass man hier ist ein offenes Fenster und da kann sich die Miriam hinsetzen. Dann schaut sie aus dem Zug und dann kommt irgendwann eine geisterhafte Gestalt und attackiert uns. Wer soll denn darauf kommen, Alter? Denn das Fiese ist ja auch, man hat ja schon den richtigen Riecher. Das Spiel ist schon so nett immerhin, dass es sagt, du pass mal auf, wir sortieren dir alle schön der Reihe nach. Das heißt, wenn hier irgendwo ein Fragezeichen ist, dann muss der auch irgendwo im Bereich der Brücke sein. Denn der Assassine ist ja hier in der Brücke, die Lilly ist bei der Brücke des Bösen, der Drache jetzt nicht, aber die danach kommen, sind ja eben auch schon wieder in Gebieten, also das sieht ja alles genau dazwischen. Das unterirdische Labor kommt ja genau nach der Brücke. Also habe ich mir gedacht, naja, also wird dann hier dieses Monster irgendwo im Zauberlabor sein oder im Zug. Tja, gucken wir uns mal an, was passiert. Und wir schauen nach draußen. Wir fahren quasi einmal um einen sehr schönen See, wie ich finde, herum. Haben Blick auf das Schloss. Was auch fies ist, das dauert richtig lange. Man könnte jetzt schon, wenn man ein ungeduldiger Spieler wäre, hier den Knopf drücken, um abzubrechen, wenn es dann überhaupt geht. Also ich traue mich jetzt nicht, irgendwas zu drücken, weil ich weiß, es dauert einfach ein bisschen. Aber stell dir vor, du denkst so, okay, jetzt hast du eine Minute gewartet und es passiert einfach nichts. Brichst dann ab und du findest das Monster nicht. Alter, das ist richtig gemein. Also das ist ein Secret. Ja, aber genau deswegen mag man auch das Spiel. So, jetzt kommen die ersten Bäume. Und wir warten auf den Jumpscare. So, jetzt sind wir am Wald vorbei und wir fahren gerade über irgendeine Brücke. Nanu, wir sehen was. Oh, yeah. Oh,
Und da ist er weg. Kune Kune. Er hat eben ein Item und eine Scherbe. Hey, na endlich haben wir die Scherbe bekommen. Na, das wurde auch Zeit. Also, das war jetzt der 6. Versuch. Ich bin sogar einmal gestorben tatsächlich. Wir kriegen hier Fluchwiderstand. Und leider ist das Farmen dieses Gegners irgendwie eine Tortur. Ich bin nämlich gestorben, weil ich gedacht habe, okay, hier unten kann mir nichts passieren. Aber ich, ratzifatzi, war ich tot? Du stehst vor dem und der nimmt dir Lebenspunkte weg, wie auch immer das gehen soll. Der hat irgendeinen Skill, der es ihnen ermöglicht, auch wenn wir weiter wegstehen, dass wir trotzdem Lebenspunkte verlieren. Aber er kann nicht springen und kann auch nicht nach oben angreifen. Deswegen ist hier oben stehen das Sicherste. Also einfach von oben attackieren und damit ist er auch besiegt. Jetzt haben wir die Scherbe bekommen, was an sich schon mal schön ist. Aber es fehlt ja immer noch sein Item. Ah, wir haben seinen Beutel trotzdem bekommen. Also es ist zwar hier irgendwie so ein bisschen in die Mauer reingebackt, aber sobald wir den Laden hier verlassen, müssten wir es trotzdem erhalten. Ja, Platin. Er hat also irgendein Item, was uns gar nicht viel bringt, aber damit haben wir es zumindest. Wir haben das jetzt hier erfolgreich auch alles geholt. Das ist natürlich richtig genial. Damit auch das Fragezeichen. Ja, 15% vor allem, alles klar. Na gut, haut ja hin, aber dafür, dass wir so viel Glücksbonus haben und Lootboni, hat es eben lange auch gedauert. Da unten steht 6. Ich bin eben einmal gestorben. Also eigentlich habe ich ihn sogar 8 Mal besiegt. Weil beim ersten Mal waren wir ja erfolgreich und dann ist ja leider durch den, durch die Niederlage der Speicherstand nicht gespeichert worden. Also 8 Mal habe ich es gebraucht. Beim 8. Mal hat er uns Platin gegeben, endlich. Und Feuer im Fluchwiderstand. Ja, schön. Also das erstmal zu diesem Boss. Und dann schauen wir uns noch gleich den letzten an. Um den letzten Boss triggern zu können, muss man nichts weiter tun, als hier nochmal in die Bibliothek zurückzukehren, wo der Vampir hausiert. Und da kriegt man das Buch. Band der Bezwingung. Dieses Buch bekommt man anscheinend nur dann, wenn man den Story-Boss einmal besiegt hat. Dann wird das hier freigeschaltet. Du musst es ausrüsten. Und dann nichts wie zurück in die Eiswelt und dort einfach mal gucken, wer sich da als Boss entpuppt. Ich spoiler schon mal, es ist unser Vampir höchstpersönlich. Und wer die eine besondere Trophäe mit dem springenden Stuhl noch nicht hat. Uns ist im Let's Play da unten schon das Löchlein aufgefallen. Wenn man jetzt also von unten Inward macht, dann fällt man genau durch dieses Loch. Man stößt quasi den sitzenden Vampir nach oben. Und dann bekommt man die Trophäe. Das ist gemeint mit, lasse einen bestimmten Stuhl mehrmals springen. Komplett komische Beschreibung. Aber wer es noch nicht hat, hier sei an der Stelle erwähnt, so kriegt man dann übrigens auch diese Trophäe. Wir gehen zurück und schauen uns mal an, ob das Ganze denn auch stimmt, was man online so geschrieben hat. Denn das ist auch so eine Sache, der wäre ich im Leben nie allein drauf gekommen, weil es hätte für mich auch keinen Sinn gemacht, nochmal in die Bücherei zu gehen, um nochmal ein anderes Buch sich auszurüsten. Ich habe mir gedacht, für die Gegenstandstrophy muss ich auch die Bücher bestimmt alle einmal besessen haben. Und dass der erste Mal was Neues hat, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Tatsächlich, guck mal hier. Da ist eine Boss-Tür. Stop. Odie? I warned you. What you take from the library must be returned to the library. Oops. You'll pay for this transgression. Death is too kind for you. Oh, der nimmt seinen Job aber ziemlich ernst. Return what you borrowed. Beast death. Oh, der kann der kann die Zeit einfrieren mit der was? Der kann die Zeit einfrieren. Vor allem, was macht man dagegen? Da muss man sich ja schützen irgendwie.
Vielleicht im kurzen Moment Inward machen, dann ist man ja unverwundbar für eine kurze Millisekunde. Oh, alles unsichtbar! Aber er ist ja langsam. Irgendwie können doch alle hier diese komischen Feuersäulen, wa? Ich habe leider auch keine Heilung mitgenommen. Ich könnte hier also auch drauf gehen tatsächlich. Okay, krass, da sind wir auch drauf gegangen. Versuch Nummer 2. Ich nehme jetzt folgendes mit, und zwar ein Feenheilmittel. Das ist genau das gleiche wie Elixier. Nur kann ich Elixiere nur 3 mitnehmen, und durch den Effekt meiner Fee ist sie auch in der Lage, mir völlig automatisch, wann immer meine Lebenspunkte nach unten gehen, mir auch so ein Elixier hinzuschmeißen. Das ist so cool. Also kann ich mich 6-mal vollständig heilen, und damit sollte ich den Kampf doch ohne weiteres gewinnen. Auch wenn ich so richtig schlecht mich anstelle. Das der Plan. Testen wir uns aus. Also ich werde auch hier wieder versuchen, möglichst wenig auszuweichen, immer draufprügeln und dann mal gucken, wie weit wir hinkommen. Ich habe just for fun die Brille ausgerüstet, dass wir sehen, wie viele Lebenspunkte der Gegner hat und wann sie eben auch alle weg sind. Und damit nochmal rein ins Getümmel. Return what you borrowed. Take that. Guck mal, er hat ein Foto schon verloren. Naja, fehlende Heilmittel ist auch so eine Sache. Da muss die Fee mich aber schon optimal auch heilen können. Das war alles nicht geplant. Da kann ich mir ja schon wieder heilen. Ich glaube, ich kann auch meiner Fee sagen, hier bitte heil mich mal. Kann ich doch nicht. Hast du mich geheilt? Ich glaube ja. Nice, wir haben jetzt richtig viele Scherben bekommen. Es war auch die letzte Scherbe und auch der letzte Dämon. Und wir haben tatsächlich diesen Typen besiegt. Ich habe eher gedacht, der macht ein bisschen Späße. Weil wir haben ja auch so getan, so, ach, upsi, kann doch mal passieren, dass es so eine Art Freundschaftsbattle ist. Aber der ist in Asche zerfallen. Na, können wir jetzt seine ganzen Bücher umlooten? Naja, die große Frage ist ja auch, was macht man jetzt mit diesem Stoppzauber? Es ist schön, den zu haben, aber den braucht man doch jetzt gar nicht. Weil gerade wenn es auch der Effekt ist, den man sowieso erst nach dem Boss, nach dem Storyboss erhält. Also was zum Teufel will man jetzt mit diesem Zeiteinfrierungsskill? Was macht man damit? Nee, er sitzt immer noch da. Oh, D? You're still alive?
Der hat eine Maske auf. Vampire. Ja, und nur auch Vampire können sterben. Right. Sorry. I suppose you'll be wanting your book back. No. You defeated me. Which means you now command me. Pillage my shelves as you please. Aber wieso hat denn der so eine Nase auf? Oh. Oh, 21! I'll go with this. Oh? Alter, also eins muss man dem Spiel ja lassen. Es ist wirklich das ultimative Spiel, um seinen Charakter so übelst krass zu pushen. Also völlig unnötig. Aber es macht irgendwie Spaß. Ja, schön. Hätten wir das auch. Dann bleibt da bloß noch eins übrig. Und zwar, wir müssen immer noch herausbekommen, wo ist das letzte verborgene Gebiet der Karte. Ich glaube, ich habe jetzt das letzte Gebiet gefunden. Wir müssen genau hier hin und dann nach oben und nach rechts. Da ist nämlich neben dem Speicherpunkt, der sich rechts von uns befindet, da ist ein geheimer Raum. Und den holen wir uns jetzt. Also ich bin so dankbar, dass es hier zu dem Spiel auch schon Karten gibt. Ist ja auch jetzt kein Riesengeheimnis. Man muss ja nur im Zeiten des Internets einfach nur Bloodstained eingeben, online bei Google. Und dann gibt es da ein Ritual of the Night. Map. Und schon kriegst du alles serviert, was du brauchst und musst eben nur Punkt für Punkt alle Gebiete nochmal abgrasen und gucken, ob du irgendwo etwas vergessen hast oder dann eben doch nicht. Ja, und sowas kann schon mal dauern. Gerade wenn du denkst, Mensch, da ist da bloß noch eins. Wo ist denn dieses eine bisschen etwas? Hier hinten, ne? Und damit haben wir es. Kartenzeichner-Trophy. Also auch das eine recht einfache Trophäe. Wir kriegen einen Weihnachtsmannhut. Hätten wir schon viel eher mal haben können. Na, das schauen wir uns auf alle Fälle an. Das habe ich auch erst bekommen. Das war auch noch irgendwo versteckt. Kappe des Diabolisten, ne? Oh, INT geht nach oben. Der Rest geht ordentlich nach unten. Aber für Zauberangriffe ist das natürlich das Beste, was man machen kann. Das muss irgendeine Eventmütze sein. Wahrscheinlich haben die, als sie das Spiel kreiert haben, zu Weihnachten eine Aktion gehabt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Dann warum sollte man in Weihnachtsstimmung kommen? Also irgendein Hintergrund wird's haben. Ja cool, damit haben wir die ganze Karte erfolgreich auch dann gelüftet. Also viel fehlt jetzt nicht mehr, bis wir die Platin haben werden. Wir machen jetzt weiter mit den ganzen Gegenständen. Ich habe jetzt fast alles. Wir schauen mal auf Archiv. 99,66%. Eine Waffe fehlt noch und Kopfschutz 3%. Wird aber wahrscheinlich auch nur eins sein. Und eine Quest ist noch zu erledigen und das machen wir jetzt gemeinsam. Wir kriegen als Belohnung einen Kopfschutz. Ich denke, dann haben wir die 100%. Es kann sein, dass ich nochmal als extra Belohnung, weil ich alle Aufgaben erfüllt habe, eine Waffe bekomme, die ich ebenfalls noch nicht besitze. Denn ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch irgendwo eine Waffe habe liegen lassen. Ne? Aber so dürften wir die 100% bekommen. Und wer jetzt wissen möchte, wo man die ganzen Rezepte findet. Ich hatte nämlich zum Schluss dann doch sehr, sehr große Schwierigkeiten, weil mir zwei Rezeptbücher gefehlt haben. Es gibt insgesamt 21 Rezepte. Nee, Quatsch, 27. Ich werde es euch mal im Kommentarbereich und in der Videobeschreibung mit reinposten. Da habe ich einen Link gefunden. Natürlich ist das wieder eine englische Hilfeseite. Aber da ist eine große Karte, wo die ganzen Zahlen auch drauf geklatscht sind. Das heißt, man kann erkennen, wo die Rezepte sind. Man kann das auch super easy übersetzen. Ich denke, jeder kann Fisch übersetzen in Fisch. Ja, also das kriegt man hin. Und von daher einfach vergleichen, was fehlt euch. Dann geht auf die Karte und guckt, wo euch noch was... Ja, wo ihr noch was holen könnt. Bei mir war es folgendermaßen, und zwar hier im Untergrund. Da konnte man nur hier mit dem Invert-Skill, oder war das hier? Oder, nee, warte mal, hier war das. Mensch, hier bei Anlauf Nummer 3. Hier oben gab es ein Item, hier ist ein Rezept. Und hier ist auch noch ein Rezept. Da braucht man aber den Umdreheffekt. Sonst kriegst du nämlich hier eine Truhe nicht. Und habe ich komplett übersehen.
Ohne die Hilfe online keine Chance, das noch zu bekommen. Und ich habe hier tatsächlich beim Turm noch irgendwas vergessen. Da waren sogar noch zwei Rezepte. Ne, eine Haarpracht war hier. Und dann war hier noch irgendwo eine Truhe, wo ich auch nicht gleich das damals geholt habe. Da hat mir der Invert-Effekt dann auch ein bisschen was gebracht. Ja, das erstmal zu meinen Schwierigkeiten am Ende. Vielleicht seht ihr da gewisse Ähnlichkeiten, aber egal. Wir geben jetzt der Alten das letzte Mal irgendwas zu fressen. Und sie möchte ein exquisites Steak haben. Soll sie auch bekommen? Da haben wir es nämlich auch schon. What was your name again, Miss? Oh, sie fragt nach unserem Namen. Jetzt. Wo wir ihr tonnenweise Futter reingeschaufelt haben. Miriam. Oh, thank you, Miriam. You've gone through so much trouble just for me. Nein, nicht just for you. Just for the Platin. Oh, nonsense. You've made me a better cook. When you need help, look to others the way I did. Someone as kind as you. Das ist ein geiler Satz. You deserve that. Ja, wenn du Hilfe brauchst, geh einfach zu irgendjemand anderen, bloß nicht zu mir. Well, that's nice of you to say. It's true. You'll see. Here's a little kindness for you, right now. Thank you. Oh, you're well, of course. Da haben wir den Recycling-Hut bekommen. Oh, hier hätten wir schon viel, viel... Oh, die geht pennen! Geht die echt pennen? Oder hat sie jetzt ihren Seelenfrieden gefunden? Die pennt! Nicht zu fassen. Wir gehen direkt mal hier aufs Archiv, gucken auf die Gegenstände. Wir haben tatsächlich den Kopfschutz bekommen, aber wir kriegen doch nicht eine Waffe für das Erledigen aller Aufgaben. Ich habe mal online nach der Waffenliste geschaut und mir ist direkt aufgefallen, dass mir ein Valkyrenschwert fehlt. Also das wäre mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben, denn wir haben ja hier auch eine Valkyrenrüstung erhalten, aber wo zum Teufel ist hier das Schwert? Ich habe doch mal alles abgeklappert, habe es nicht gefunden, ne? Und als ich dann jetzt gerade ein Video dazu gesehen habe, habe ich mir an die Stunden gefasst, denn wer soll denn darauf kommen? Ich gehe mal kurz auf die Karte. Ihr seht, wir sind genau hier, wo wir auch den Boss besiegt haben. Hier war der Bossraum, wenn du hier rausgehst, geht es eben zum Kampf. Und kurz vorher ist eben hier unten drunter scheinbar ein Abgrund, wo man nicht durch kann. Aber durch den neuen erhaltenen Skill... Ist hier ein Geheimversteck? Ey, ganz ehrlich, wer zum Teufel soll denn bitte auf sowas kommen? Valkyrenschwert. Und damit haben wir die Sammlertrophäe. Das war das letzte Schwert, also nichts mit irgendwelchen Questbelohnungen. Auch das ist eine Sache, der wäre ich nie im Leben drauf gekommen. 100 pro nicht. Ja, schön. Fehlen bloß noch zwei Sachen und die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Zwei Trophäen fehlen jetzt bloß noch und ich bin jetzt bei der Trophäe, dass man 10-mal in der Luft treten soll und wir gehen es mal durch. Ich habe es nämlich auch nicht alleine hinbekommen. Ich musste schon wieder online nachgucken, das nervt mich richtig. Aber ich bin der Meinung, die Trophäe ist absolut schlecht beschrieben. Wir gucken uns das nochmal an. Denn hier steht, trete 10-mal im Springen zu, ohne den Boden zu berühren. Da steht nicht... Trete 10-mal im Springen einen Gegner, ohne den Boden zu berühren. Da steht nichts von Gegnern. Und da habe ich mir dann natürlich schlau, wie ich bin, gedacht, naja, dann brauchst du ja bloß irgendeinen großen Raum suchen, wie zum Beispiel, wir gehen mal hier zurück. Im Anfangsgebiet. Und dann kannst du hier schön in einer Tour Invert zaubern. Das heißt ja für dich, Miriam ist permanent in der Luft und hat genügend Zeit, in der Luft zu treten. Nur leider kommt dann die Trophäe nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, ich muss doch jetzt nicht wirklich 10-mal einen Gegner in der Luft treten, also diesen hier machen. Aber das ist ja für mich ein Luftkick. Hier, 1, 2, 3... Also 3, 4, 5 Mal bekomme ich das hin. Deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich hier in einer Tour diesen machen. Und den Gegner dabei treffen. Mega kompliziert. Aber das ist auch nicht damit gemeint. Was damit gemeint ist, ist folgendes. Du kannst ja nach oben springen. Und wenn du dann nach unten drückst und dann wieder den X-Button betätigst, dann macht nämlich Miriam so einen komischen, ja, Jump auf dem Gegner.
Krass, oder? Ich habe es nicht gewusst. Ich habe das absolut nicht gewusst und es ist mir jetzt auch irgendwie neu und ich finde auch komisch, dass das zählt. Das ist ja für mich auch kein Kick. Also, komisch. Ja, wie würde ich es bezeichnen? Ich meine, klar, sie springt ja auf dem Gegner eher. Hätte die Trophäe anders heißen müssen. Hätte die heißen müssen, springe 10-mal auf einem Gegner herum. Das wäre doch dann irgendwie eindeutiger, oder? Weil Kicken ist für mich das hier. Halt, stopp, nochmal zurück. Das. Das ist für mich ein Kick. Das hier ist für mich kein Kick, aber ist okay. Jetzt haben wir aber ein Problem, wir sind einfach zu stark, das heißt, wir machen viel zu viel Schaden. Ich muss was anderes machen und zwar, wir haben hier einen Safe Wing, der senkt die ATK, habe ich gelesen. Und naja, von den Kampfschuhen her, es sind schon die Schwächsten, die wir haben. Also wenn das auch nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Naja, es ist halt schade, wir kommen halt nicht nach ganz oben, das ist eben das Problem. Dann klatschen wir den erstmal weg. Müsste aber ausreichen trotzdem. Und dann machen wir es nochmal. So. Ja, und da haben wir sie. Die Drehleiter-Trophäe. Ja, komisch. Also das ist eine Trophäe, mit der bin ich nicht so einverstanden. Weil ich es einfach nicht hinbekommen habe alleine. Ist doch Mist. Cool wäre es aber, wenn das wirklich genau so hätte funktionieren müssen. Du musst diesen ja machen und dann immer invert und dabei den Gegner treffen, ohne dass der dich zurückstößt und du den 10-mal erwischt. Das wäre mal eine Herausforderung gewesen. Naja, vielleicht geht es ja auch trotzdem so, aber komisch. Eine sehr komische Trophäe auf jeden Fall. Bleibt bloß noch eine übrig und zwar müssen wir den Gegner Blut abzwacken. Ich habe das mal hochgemaxt. Wir können uns ja bestimmt mal dran erinnern an den einen Kampf gegen diese Blutdämonen. Und da mussten wir ja in diesen einen großen Blutteich oder Tümpel reingehen und alles aussaugen. Die hier, blutlos. Und von der haben wir Blutstahl bekommen. Ist eine rote Scherbe. Und damit können wir dem Gegner Lebensenergie abziehen. Ach, und da haben wir es. Okay, also anscheinend musste man doch einfach nur ziemlich oft diesen Skill benutzen. Also ich habe schon befürchtet, dass es so ist, dass ich einen bestimmten Maximalwert auf einmal erreichen muss. Also so 200 Lebenspunkte auf einen Schlag bekommen. Aber nein, anscheinend ging es über die Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein guter Raum gewesen ist. Aber hier waren halt viele, viele Gegner. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die eben hier auch ganz, ganz viele dieser Blutlachen auch dann hinterlassen für mich, ist ziemlich hoch. Deswegen fand ich es hier ganz gut, auch die Sache zu farmen. Ja, und damit haben wir auch die Platin-Trophäe oben bekommen. Ihr habt es ja gesehen. Und das war's. Das war die letzte Trophäe. Also zum Schluss gab es dann schon noch ein paar kleine Gemeinheiten, wo man jetzt nicht auf Anhieb sofort alleine drauf kommt. Also ich zumindest nicht. Wie in jedem dieser Spiele habe ich zum Schluss einiges übersehen, gerade was auch Rezepte anging. Aber wir haben es. Damit ist das Spiel erledigt. Und es ist schade, dass es wirklich so gesehen keinen Anreiz gibt, hier die höheren Schwierigkeitsgrade auszuprobieren. Also ich würde schon gerne nochmal auf normal eine Runde zocken. Einmal durchwaschen. Wir brauchen ja keine Items mehr. Wir haben ja alles bekommen. Also es fehlt irgendwie noch ein Anreiz. Vielleicht ein zweites Secret Ending, das dann Zangetsu überlebt. Vielleicht gibt es ja auch sowas. Keine Ahnung. Wer es weiß, kann ja mal reinschreiben. Aber ich denke, dann müsste das Spiel auch diese Art der Trophäe besitzen. Es wäre sehr unüblich, weil ein Spieleentwickler will ja auch normalerweise, dass man sehr oft und lange sich mit einem Spiel beschäftigt. Also warum nicht ein zweites Ende mit reinbringen, wenn du auf Normal spielst oder eben auf Albtraum. Oder noch andere Bosse, andere Angriffsmuster. Ja, sowas zum Beispiel. Oder eine weitere Trophäe. Weil ich meine, das hätte sich doch hier zumindest angebracht oder hätte sich gelohnt auf jeden Fall. Naja, es ist wie es ist. Das Spiel war trotzdem genial. Es hat mich zum Schluss dann doch noch einiges an Stunden gekostet.
Wir sind jetzt bei 48 Stunden. Wir haben das Let's Play, glaube ich, mit 36 Stunden beendet. Also gute 12 Stunden habe ich nochmal gefarmt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man gleich von Anfang an mit einem Guide zockt. Wir haben sogar Level 75, Alter. Das ist auch ziemlich fett. Und das auf der normalen Stufe, wo 50 ja auch schon eine Trophäe dir gab. Ja, seltsam. Es ist seltsam. Also das Spiel ist wirklich was den Schwierigkeitsangriff in sämtlichen Belangen einfach wirklich seltsam. Wer auch immer da diese Entscheidungen getroffen hatte, keine Ahnung, was dahinter steckt. Naja, irgendeinen tieferen Sinn wird es schon haben. Ja, geil, haben wir es. Schön. Finde ich gut. Also für all diejenigen, die da auch nochmal ein paar Tipps mitnehmen konnten, ihr seid herzlich eingeladen und wir machen dann am Ende der Woche mit Dragon Quest Builders 2 weiter. Freue ich mich schon drauf. Wird aber, glaube ich, kein Let's Play. Da habe ich eher Bock, Sachen zu bauen. Und wenn das Spiel so ist wie noch beim ersten Teil, sollte ich mich schon bemühen, die Story einmal durchzuwaschen. Ja, es klingt blöd, aber ich werde es wahrscheinlich so machen. Denn erst am Ende, wenn man alle Items hat, da kann man dann schön sich hinsetzen und sein eigenes Ländchen bauen. Und wer weiß, ich werde es für die PlayStation spielen und ich hoffe, die haben dann eine bessere Online-Anbindung, dass man da auch wirklich zusammen bauen kann, wie es eben in anderen Spielen auch üblich ist, wie in Minecraft oder Creativerse, was wir dann hier alle schon gezockt haben. Das aber nur mal so nebenbei. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Das war's für Bloodstained endgültig und damit euch noch eine schöne Woche, Tag oder Abend. Rinnihauen und tschüss.